Wir freuen uns deswegen, hier heute Morgen begrüßen zu können Sebastian Merz, den Bundesvorsitzenden der Piratenpartei, Marina Weißband, die politische Geschäftsführerin, Bernd Schlömer, den stellvertretenden Vorsitzenden, und Torge Schmidt, den Spitzenkandidat der Piratenpartei in Schleswig-Holstein. Das Thema heute Morgen sind aktuelle Themen der Piratenpartei zum Jahresauftakt 2012 und ein Ausblick auf das Wahljahr 2013. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Merz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier vorstellen dürfen nochmal. Ich werde Ihnen zuerst ganz kurz vorstellen, welche Konferenzen, welche politischen Seminare wir für das Jahr 2012 bisher geplant haben. Da werden sicherlich noch einige dazukommen. Danach werde ich ganz kurz etwas über neue Grundrechtseingriffe sagen, die in der EU derzeit geplant werden. Herr Schmidt wird, wie zu erwarten ist, über die Schleswig-Holstein-Wahl reden. Frau Weißband über einen Schwerpunkt der Partei Urheberrecht, den wir auf dem letzten Parteitag sehr deutlich ausgebaut haben, und da auch unsere geplanten Aktionen runden Tische vorstellen. Und Herr Schlömer wird über die anstehende Bundestagswahl und, soweit uns bekannt, das Novum in der deutschen Parteiengeschichte, dezentrale Parteitage berichten. Was haben wir an Konferenzen geplant? Warum planen wir Konferenzen? Politik, politische Diskussion funktioniert im Internet sehr gut. Sie funktioniert aber noch besser, wenn man diese Internetdiskussionen unterstützt durch tatsächliche Treffen, unterstützt, indem man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und die kontroversen Debatten dann so führt. Geplant sind dort bislang Diskussionsveranstaltungen zur Wirtschaftspolitik, zur Bildung, zum Urheberrecht, zum Fragen des Sozialstaates, wie zum Beispiel der Rentenpolitik und dem bedingungslosen Grundeinkommen, das wir ja auf dem letzten Parteitag in unser Programm geschrieben haben, sowie zur Gesundheits- und Pflegepolitik. Außerdem wird es nächsten oder übernächsten Monat kommunalpolitische Konferenzen geben. Wir haben bis jetzt etwa 150 Mandate auch auf kommunaler Ebene und wollen uns jetzt dort auf Bundesebene besser vernetzen, um Kommunalpolitik tatsächlich sinnvoller in die Zukunft bringen zu können. Zu Fragen der Europäischen Union. In den letzten Tagen wurde diskutiert, dass ein Papier der Europäischen Union eigentlich zeigte, dass die Vorratsdatenspeicherung sinnlos ist. Um genau zu sein, wurde gezeigt, dass es keine Belege für die Sinnhaftigkeit der Vorratsdatenspeicherung gibt. Und wenn es dafür keine Belege gibt, dann ist sie sinnlos. Gleichzeitig werden in der Europäischen Union aber derzeit mit etwa 170 Millionen Euro 130 Projekte gefördert, die neue technische Maßnahmen zur Überwachung ausloten sollen. INDECT ist das derzeit bekannteste Projekt. Da geht es darum, Kameras zu vernetzen, biometrische Daten zu vernetzen, um automatische Erkennungen von Bürgern zu gewährleisten. Das war eines der kleineren Projekte. Es gibt aber noch sehr viel mehr Projekte, die zum Beispiel die automatische Erkennung von Bewegungen in Menschengruppen gestalten sollen. Also man hat Kameras, die auf einen Marktplatz gerichtet sind und deren Ziel es ist, im Vorfeld zu erahnen, ob jemand etwas Böses tun könnte und darauf zu reagieren. Das Ausmaß der Überwachung, das für solche Projekte für die Bevölkerung, dass diese Maßnahmen für die Bevölkerung bedeuten würden, ist gewaltig. Das sind unserer Ansicht nach wiederum grundgesetzwidrige Projekte, grundgesetzwidrige Eingriffe, die da geplant und diskutiert werden. Und auch um diese Projekte wollen wir uns im kommenden Jahr kümmern, weil der allergrößte Teil davon bislang leider in Deutschland noch nicht diskutiert wird, noch nicht bekannt ist, den Menschen nicht bekannt ist. Ja, gut. Dann bin ich fertig. Dann sind Sie soweit, dann geht es weiter mit Herrn Schmidt, bitte. Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung. Ich werde Ihnen ganz kurz was zu unserem Wahlkampf erzählen und wie sich die Piraten hier in Schleswig-Holstein entwickeln. Ich werde auch noch kurz auf unseren kommenden Landesparteitag eingehen, wo wir das Wahlprogramm verabschieden werden und auch da noch zu ein paar Punkte sagen.
Derzeit haben wir die Unterschriften zusammen für unsere Landesliste. In einigen, also in den städtischen Wahlkreisen, sind wir auch sehr gut davor. Jetzt geht es hauptsächlich daran, die ländlichen Wahlkreise zu sammeln. Wir haben einen Mitgliederzuwachs in Schleswig-Holstein seit der Berlin-Wahl. Wir haben uns fast verdoppelt, wobei die Mehrzahl der Mitglieder sogar aus dem ländlichen Raum kommen. Nach aktuellen Umfragen liegen wir in Schleswig-Holstein bei 6%. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass wir in den Landtag einziehen. Wir haben durch die Wahlerfolge im letzten Jahr durchaus schon sehr viel Erfahrung gesammelt in der Partei und mit Angelika Behrmann zum Beispiel in den Top 10 auch jemand, der parlamentarische Erfahrung hat. Außerdem haben wir jetzt kürzlich unsere neue Geschäftsstelle eröffnet und haben dort natürlich auch einen Anlaufpunkt für Bürger und auch für unsere neuen Mitglieder. Unser Wahlprogramm ist derzeit zu ca. 80% fertig. Wir hatten letztes Jahr 4 Landesparteitage, wo wir programmatische Themen bearbeitet haben. Themen im Wahlprogramm natürlich, im Wahlprogramm ist unter anderem natürlich Transparenz. Gerade wichtig in Schleswig-Holstein, der Fall der Harzer Nordbank zeigt im Moment, dass in einem Verfahren jetzt Dinge ans Tageslicht kommen, die sonst unter Verschlusssache gebracht werden. Ein Bürger muss Nachvollziehbarkeit darstellen und vor allem muss die Information für den Bürger sehr niedrigschwellig sein. Außerdem haben wir natürlich Themen Wahlprogramm zur Landwirtschaft. Wir setzen uns in Schleswig-Holstein für eine gentechnikfreie Zone ein. Keine Patente auf Leben ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz da. Genauso bekennen wir uns zur bäuerlichen Landwirtschaft. Andere Punkte bei uns im Wahlprogramm sind, dass wir Bürgerentscheide in Schleswig-Holstein stärken wollen, hinsichtlich der Quoren zum Beispiel. Wir sind Teil eines Bündnisses für mehr Demokratie in Schleswig-Holstein und haben bereits im letzten Jahr dort erfolgreich 2 Volksinitiativen an den Start gebracht. Eine Initiative soll die Landesregierung auffordern, eine Bundesratsinitiative zu starten, dass wir einen Volksentscheid auf Bundesebene bekommen. Die andere Initiative beschäftigt sich damit, dass das Kommunalrecht verbessert werden soll hinsichtlich der Freundlichkeit für Bürgerentscheide. Andere Punkte bei uns im Wahlprogramm sind unter anderem freie Software in der Verwaltung. Die Stadt München zeigt gerade mit einem Projekt, wie erfolgreich das sein kann, währenddessen die Stadt Flensburg derzeit viel Geld ausgeben will für weitere Windows-Lizenzen. Hier könnte massiv Arbeitsplätze geschafft werden, die lokale IT-Branche könnte gestärkt werden und es könnte auch gleichzeitig auch noch Geld eingespart werden. Wir haben mit Wolfgang Dudder in den Top 10 auch einen gehobenen Beamten, der sich mit diesem Thema natürlich auch auskennt. Des Weiteren fordern wir und möchten wir den Grundsatz der Datensparsamkeit bei uns in die Landesverfassung schreiben, sodass Rechtsnormen einfach den Grundsatz der Datensparsamkeit beinhalten. Soweit das. Dann geht es weiter mit Frau Weißband. Danke sehr. Es war so, dass die verstärkte Aufmerksamkeit, die wir im letzten Jahr bekommen haben, uns dazu gezwungen hat, unsere von uns aufgezeigten Probleme schnell mit realpolitischen Antworten zu versorgen und auch tatsächlich ins Detail zu gehen. Wir haben jetzt zu einem unserer wichtigen Kernthemen, dem Urheberrecht, einen längeren Programmentwurf verabschiedet auf dem letzten Bundesparteitag, der genauere Antworten hat zur Umsetzung, wie wir uns das neue Urheberrecht wünschen, wie wir uns eine Reform wünschen. Und dieser Antrag war nicht wie erwartet furchtbar revolutionär oder er ist sehr gehalten am geltenden Recht, reformiert es aber an einigen Stellen. Insgesamt sind es 86 Veränderungen, die wir postuliert haben. Und er modernisiert das Urheberrecht im Wesentlichen. Das heißt, er macht es zeitgemäß, er arbeitet mit der Existenz des Internets, er bezieht solche Dinge wie Tauschbörsen mit ein. Und dabei stärkt er die Rechte einerseits der Urheber gegenüber den Verwertern, andererseits aber auch die Rechte der Verbraucher. Wir haben verschiedene Veränderungen. Ich will jetzt wirklich nur auf die wichtigsten eingehen. Das sind beim Urheber zum Beispiel, dass ausschließliche Nutzungsrechte nur auf maximal 25 Jahre verkauft werden dürfen, nur für bekannte Nutzungsarten gelten. Insgesamt bedeutet das, wenn ich Rechte an Dritte weiterverkaufen will, wenn ich länger als 25 Jahre Rechte behalten will oder wenn ich als Verwerter ein neues Medium benutzen will, muss ich wieder Rücksprache mit dem Urheber halten. Das führt dazu, dass es beschränkt wird, dass ich alle meine
Rechte an meinem Werk verkaufe und nie wieder etwas davon höre. Wir stärken aber auch die Rechte der Verbraucher, indem wir für bestimmte Dinge das Urheberrecht, die urheberrechtlichen Beschränkungen grundsätzlich streichen, nämlich zum Beispiel für gemeinschaftlich finanzierte Werke, für DIN-Normen, für Datenbankwerke, für wissenschaftliche und technische Darstellungen. Wir machen Werke für den Bildungsgebrauch freier. Das bedeutet, dass an Schulen und neu auch an Hochschulen Werke, die erworben wurden, frei kopiert werden dürfen zu Bildungszwecken. Wir stärken insgesamt die nicht kommerzielle Privatkopie. Sie wird in jedem Fall legal bleiben und sind gegen technische Schutzmaßnahmen wie DRM. Und es gibt auch tatsächlich eine Legalisierung von Tauschbörsen unter bestimmten Bedingungen, nämlich dass diese nicht kommerziell sind, was einfach damit arbeitet, dass es diese Tauschbörsen gibt und dass jemand, der etwas klauen will, es sowieso klauen wird und dass jemand, der Musik kaufen will, sie sowieso kaufen wird. Wir wollen allerdings den Zugang zu beispielsweise Musik oder Software erleichtern, also den legalen Erwerb, sodass die Tauschbörse letztlich keine so verlockende Alternative mehr darstellt. Und wir wollen sie rechtlich regeln, anstatt sie zu ignorieren. Urheberrecht soll nur 10 Jahre nach dem Tod des Künstlers bestehen bleiben, anstatt 70, wie bisher gehandhabt, weil man da damit rechnen kann, dass die größte posthume Aufmerksamkeit bis zu 10 Jahren dann ausgeschöpft ist. Und wir wollen die Abmahnungen von Werken auch so reglementieren, dass sie nicht sofort zu so starken Konsequenzen führen. Das heißt zum Beispiel, wir ermöglichen leichte Verstöße und fahrlässige Verstöße mit einem Hinweis zu bereinigen, bevor es zu einer Abmahnung kommen muss. Das sind sehr pragmatische Entwürfe und wir versprechen uns davon, dass Sie das Urheberrecht so anpassen, dass sowohl die Urheber als auch die Verbraucher damit einfacher leben können. Die Verwerter werden gezwungen, zeitgemäße Konzepte zu entwickeln. Wir wollen dabei kein bestimmtes Modell vorschreiben, wie zum Beispiel eine Kulturflatrate, sondern haben uns bewusst so gehalten, dass zwischen Verwerter und Verbraucher und Urheber das Ganze ausgehandelt werden kann. Weil wir das aber noch mehr spezifizieren wollen und weil wir auch nach praktischen Umsetzungsmöglichkeiten dafür suchen wollen, werden wir im kommenden Jahr mehrere runde Tische machen. Und zwar laden wir dorthin alle ein, die irgendwie damit zu tun haben. Das heißt, wir laden aus allen drei Sektoren Urheber, Verwerter und Verbraucher ein, zum Beispiel Vertreter der Plattenlabels, Verleger, Künstler aus allen Bereichen, Kunst, Literatur, Film, Musik. Die wollen wir zusammenbringen und mit denen zusammen diskutieren, weil sie alle haben verschiedene Interessen. Und wir wollen tatsächlich etwas ausarbeiten, womit alle leben können. Solche runden Tische sind im Moment für Berlin und für Koblenz angedacht und werden noch im Laufe des Jahres stattfinden. Ich denke, dass es dann auch noch mehr geben wird. Danke sehr. Danke, Frau Weißband. Herr Schlömer. Um den Zeitansatz nicht ins Unermessliche zu ziehen, werde ich mein Statement relativ kurz halten. Wir betreten jetzt als Piratenpartei im nunmehr 6. Jahr der Gründung seit 2006 eine neue Entwicklungsstufe und wir brauchen keine Unterschriften mehr sammeln für anstehende Wahlen. Wir haben jetzt begonnen, die Bundestagswahl 2013 rechtlich und administrativ vorzubereiten. Es wird, was Sie wahrscheinlich interessieren wird, keine Bundesliste, keine einheitliche Bundesliste geben, sondern Landeslisten werden jeweilig nach Landesverbänden kreiert werden, was dazu führt, dass alle Kandidaten, die ab der zweiten Hälfte des Jahres 2012 dann in Aufstellungsversammlungen gewählt werden, quasi gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir haben also keinen originären oder klassischen tradierten Spitzenkandidaten. Aber das kennen Sie schon aus der Arbeit der Piratenpartei, dass wir letztendlich, ich sag mal, auf Schwarmintelligenz setzen und weniger auf Köpfe. Wir wollen aber dennoch versuchen, eine sinnvolle Kombination aus beiden zu erlangen. Das zur Verfügung stehende Budget für den Bundestagswahlkampf 2013 wird ein Vielfaches höher sein, als wir das bei der letzten Wahl 2009 angegangen haben. Dort haben wir ca. 200.000 Euro eingesetzt, um dann 2% der Stimmen zu erreichen. Wir werden jetzt also nicht 10, also 1 Million einsetzen und dann bei linear bei gleichen Prozentwerten ankommen. Aber ich denke, ich bin zuversichtlich, dass in Kombination mit einer sinnvollen Kampagnenplanung, die wir auch selber tätigen werden, und der Formulierung eines Wahlkampfprogrammes, das auch, ich sag mal, im 3., 4. Quartal des diesen Jahres einsetzen wird, im nächsten Jahr zuversichtlich sind, die 5%-Hürde bei den Bundestagswahlen zu erreichen.
Wir werden, und das ist jetzt nochmal ein kleiner Themenwechsel, weiter auch als Novum versuchen, nicht weiter und stringent nur auf zentrale Parteitage setzen, sondern wir wollen das Instrument des dezentralen Parteitags erproben jetzt, erst einmal in kleinen Gebietsversammlungen, um das dann auch auf der Bundesmitgliederversammlung, den Bundesparteitagen, dann letztendlich zu implementieren. Wir wollen hiermit gewährleisten, dass die breite Masse an Mitgliedern der Piratenpartei an der Meinungsbildung auf Parteitagen, das ist ja ein Organ, auf dem Entscheidungen getroffen werden, letztendlich teilhaben können und sind zuversichtlich, das auch, ich würde mal sagen, in 1 bis 2 Jahren realisieren zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Schwarmintelligenz können wir jetzt nicht fragen, aber 4 Köpfe. Herr Hartwig beginnt. Sie sagten, dass das in den städtischen Wahlkreisen für Sie im Moment auch einfacher ist, da Sie Kandidaten zu finden, in den ländlichen etwas schwieriger. Andererseits verzeichnen Sie nach Ihrer Auskunft in den ländlichen Regionen einen stärkeren Mitgliederzulauf. Wie kann man diesen Widerspruch auflösen? Also erstmal zur Mitgliederzahl. Wir sind bei jetzt ca. 650 Mitgliedern angelangt. Es geht nicht um die Kandidatenfindung, die Kandidaten haben wir, es geht darum, die Unterschriften zu sammeln. Und der Fakt ist einfach, dass in den ländlichen Regionen einfach weniger zentralisiert Menschen unterwegs sind. Sprich, man muss dann halt von Dorf, von Haustür zu Haustür gehen und dort einfach die Leute fragen, ob sie uns unterstützen wollen, beziehungsweise die Leute auf der Straße ansprechen. Und das ist natürlich in Städten deutlich einfacher, weil dort einfach natürlich die Einkaufspassagen sind und einfach mehr Leute unterwegs sind. Herr Wittgen. Ich habe auch zwei Fragen an Herrn Schmidt. Und Sie haben ja gerade fast ein bisschen verzweifelt gesagt, wir müssen uns auch einstellen, dass wir in den Landtag kommen. Was ist denn Ihr Ziel? Reicht es Ihnen, wenn Sie gerade so einziehen, hoffen Sie vielleicht sogar zweistellig zu werden? Was haben Sie sich vorgenommen? Und die zweite Frage ist, sieht in Schleswig-Holstein derzeit ja so aus, dass wenn es entweder für Rot-Grün oder für Schwarz-Grün, je nachdem wie die Grünen entscheiden, reichen würde. Wenn es nicht der Fall ist, würden Sie auch für ein Dreierbündnis zur Verfügung stehen? Also die erste Frage zur Koalition. Also ich glaube nicht, beziehungsweise wir lehnen natürlich keine Gespräche ab. Bei uns gibt es natürlich keinen Fraktionszwang. Das wird es natürlich für die andere Partei ein bisschen schwieriger machen. Die müssen natürlich sich darauf einstellen, dass sie halt mit uns Themenbündnisse eingehen müssen. Von daher, wir werden Gespräche grundsätzlich nicht ablehnen. Das hängt natürlich darauf ab, wie sich die anderen Parteien da verhalten werden. Wie waren die anderen beiden Fragen nochmal, wenn ich fragen darf? Das Wahlziel. Ach ja, genau, das Wahlziel. Also ich glaube, Berlin mit 8,9% ist schon eine sehr hohe Messlatte. Wir befinden uns in einem Flächenland in Schleswig-Holstein. Natürlich wollen wir ein möglichst hohes Ziel erreichen. Also realistisch gesehen schätzen wir, werden es um die 7-8% werden. Herr Lindscheid. Ja, Herr Schmidt, ich möchte mal an die Frage des Kollegen anschließen. Wenn Sie von 7-8% ausgehen, ist es ja realistisch, dass Sie Rot-Grün verhindern. Das heißt, Sie müssten in eine Regierung einziehen oder Sie müssten Schwarz-Gelb in Kauf nehmen. Jetzt haben Sie kein Wort verloren über die dramatische Haushaltslage in Schleswig-Holstein. Hält sich die junge Piratenpartei vor diesem Hintergrund denn schon für regierungsfähig? Wir haben natürlich viele Themen, die wir noch erarbeiten müssen. Derzeit sind wir alles ehrenamtliche Leute und wir müssen uns natürlich das Erste, wenn wir im Landtag vertreten sind, uns den Haushalt anzunehmen und den auch intensiv studieren. Natürlich haben wir noch viel vor uns, müssen viel lernen, aber ich denke mir, wir sind auf jeden Fall fähig und trauen uns das richtig zu, dort mitzuarbeiten. Zusatz? Darf ich da nochmal nachfragen? Ist Ihnen dann bewusst, wie hoch das Haushaltsdefizit zurzeit ist? Da gab es ja schon mal Irritationen bei der Wahl in Berlin. Wir haben 27,6 Milliarden Schulden. Also es sind viele, viele Millionen. Weitere Fragen? Bitte schön. Scholz, Deutsche Welle, ich habe eine Frage zu Berlin an Sebastian Merz. Was halten Sie denn jetzt davon, dass, so schreibt der Tagesspiegel, das Verkehrsministerium das Gutachten des Umweltbundesamtes zurückhält, was den Flughafen und den Lärm dort angeht? Ich habe mir noch nicht im Detail angesehen, mit welcher Begründung das Gutachten zurückgehalten wurde.
Wenn es tatsächlich nur darum geht, jetzt noch an einer Stelle eine Ergänzung zu machen und das Gutachten danach zu veröffentlichen, dann ist es akzeptabel. Wenn das Gutachten tatsächlich zurückgehalten werden soll, dann ja, ist das eigentlich ein Unding. Man kann eine Frage wie Fluglärm nicht im Hintergrund diskutieren. Das wird nicht funktionieren. Die Menschen hören, wie laut ein Flughafen ist. Und wir haben zum Beispiel in München gesehen, wie eine solche Debatte oder auch in Frankfurt, wie eine solche Debatte dann eskalieren kann. Von daher kann ich dem Ministerium dann nur empfehlen, mit offenen Karten zu spielen. Herr Hartwig. Eine Frage an den Merz. Herr Merz, Herr Schön hat gerade gesagt, dass Sie das Format der dezentralen Parteitage ausprobieren wollen. Und hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages neulich geprüft, ob auch Parteitage ausschließlich im Internet zulässig sein würden oder könnten. Ist das für Sie auch eine Alternative? Online-Parteitage sind etwas, das in der Piratenpartei durchaus intensiv diskutiert wurde. Eine Problematik, die der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages dabei aber sehr stiefmütterlich behandelt hat, ist die Frage einer geheimen Wahl über das Netz. Soweit mir bekannt ist, gibt es dafür bislang keine Lösung. Der CCC, und das dürften in dem Bereich vermutlich die höchste Instanz sein, geht davon aus, dass eine solche geheime, nachvollziehbare, also eine geheime Wahl, die nachvollziehbar ist, über das Netz nicht möglich wäre. Und von daher könnten auf einem Online-Parteitag dann eben beispielsweise keine Personenwahlen durchgeführt werden. Ist daher also noch keine Alternative zu einem klassischen oder einem dezentralen Parteitag. Herr Kollege. Bitte. Ich sehe das Mikrofon. Ja. Ich wollte fragen, eine Partei, die sich die Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat, wie stehen Sie zur Sache Bundespräsident Wulff, die hier Fragen, die er eigentlich veröffentlichen wollte, hat er nicht veröffentlicht, Fragen und Antworten im Internet, darüber hinaus geht es um das Protokoll seines Anrufs bei der Bild-Zeitung, sind Sie dafür, dass das alles offengelegt wird? Also ich bin quasi der Wulff-Beauftragte der Piratenpartei und ich möchte jetzt wie folgt Ihre Antwort beantworten. Und zwar mache ich das, weil ich selber Beamter bin. Wenn Sie tarifbeschäftigte Beamte oder Soldaten, die ich sag mal für dieses staatliche Gemeinwesen arbeiten, mit einem Tatvorwurf konfrontieren, wie er derzeit an den Bundespräsidenten herangetragen wird, dann werden Sie mit schärfsten Sanktionen belegt. Unabhängig von der Frage, inwieweit Fragen beantwortet werden oder inwieweit, ich sag mal, Mitschnitte auf Mailboxen veröffentlicht werden, ist die Piratenpartei Deutschland dafür, dass der Bundespräsident Wulff sein Amt niederlegen sollte. Ich sage das in aller Deutlichkeit, auch vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland Hunderttausende Beschäftigte haben im öffentlichen Dienst, die bei gleichen Vorwürfen, und wir sollten mal die Richtlinien zur Korruptionsprävention der Länder und der Bundesebene uns anschauen, die bei gleichen Vorwürfen nicht mehr weiter tätig sein könnten. Es ist unabhängig davon, ob das Amt beschädigt wird. Ich sehe persönlich ein Stück weit den Vorwurf der Vorteilsnahme als verwirklicht. Dominik Schäppner, ZDF. Herr Merz, ich habe zwei Fragen an Sie. Und zwar zum ersten im Thema Außenpolitik mit dem Jahr 2013, um auf dieses Jahr zu gucken. Wie ist Ihre Haltung in puncto Afghanistan? Abzug der Truppen, ja oder nein? Und die zweite Frage, Eurokrise natürlich. Das Jahr 2012 geht so weiter, wie das Jahr 2011 aufgehört hat. Was sind Ihre Konzepte zur Bekämpfung der Eurokrise? Da könnte ich jetzt sehr ähnlich antworten wie bei der letzten Bundespressekonferenz. Das sind Themen, zu denen wir noch keine Parteitagsbeschlüsse gefasst haben, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben auch in diesem Jahr zum Beispiel eine wirtschaftspolitische Konferenz, die sich dann natürlich auch mit Fragen der Euro-Rettung beschäftigen wird. Wir werden auch wieder eine außenpolitische Konferenz haben, die sich dann eben auch mit Fragen wie Afghanistan beschäftigen wird. Aber wir haben bislang dazu noch keinen Beschluss auf Bundesebene und von daher kann ich hier auch keinen wiedergeben. Herr Mandaker. Es gibt ja, sagen wir mal, vereinzelte, hier
Danke. Vereinzelte Spekulationen, dass es nicht zuletzt vielleicht im Zusammenhang mit der Causa Wulff schon vor 2013 zu Neuwahlen kommen könnte. Wie stellen Sie sich denn da auf? Das ist für uns kein Problem. Wir nehmen jede Herausforderung an. Wir bezweifeln aber, dass es zu Neuwahlen kommen wird im Zusammenhang mit einem möglichen der Amtsniederlegung des Bundespräsidenten. Das ist eine Kausalität, die formuliert worden ist am Wochenende von der SPD-Generalsekretärin. Wir sehen diesen Zusammenhang derzeit nicht. Nochmal Herr Scholz. Bitte. Ich habe nochmal eine Nachfrage zu den EU-Projekten, die Sie angesprochen haben. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, sind das Projekte, die auch unter Umständen in Deutschland umgesetzt werden könnten, oder sind das noch EU-Projekte? Also Sie haben gesagt, es wird in Deutschland nicht diskutiert. Das sind zum großen Teil derzeit noch Forschungsprojekte, aber alle diese Forschungsprojekte werden in irgendeiner Weise auch in Feldtests geführt, und üblicherweise wird das, was man dort ja erforscht, ausprobiert, dann auch in Deutschland verwendet werden. Wir sehen bei einem Teil dieser Projekte bereits, dass es auf EU-Ebene Diskussionen gibt, das in Gesetzesform oder in eine EU-Vorschrift umzuwandeln. Und dann wird es entsprechend auch in Deutschland zum Gesetz werden müssen. Wenn man sich zum Beispiel das Programm Perseus anschaut, Perseus, das sich mit der Grenzsicherung der EU beschäftigt, kurz nach der Debatte darüber, wie man mit Flüchtlingen aus Afrika umgehen sollte und der Kritik an der EU-Grenzsicherung, ist das Projekt natürlich eigentlich etwas kritisch. Aber ja, auch solche Projekte werden dann Deutschland betreffen und hier umgesetzt werden müssen. Also von daher, ich erwarte auch für uns Konsequenzen. Bitte. Ich möchte nochmal nachfragen. Sie haben ja gesagt, der Bundespräsident sollte zurücktreten und dafür halten nach. Mich würde aber dennoch interessieren, wie Sie zur Frage einer veröffentlichten Mailbox zum Beispiel stehen. Ich habe da kein Gefühl dafür, wie die privaten Parteien entscheiden würden. Ist das eine Sache der Vertraulichkeit, wo Sie sagen, hier werden Grundrechte geschützt, indem das geheim gehalten wird, oder ist das Gebot der Transparenz durchlautet? Das Gebot der Transparenz kommt für uns immer dann zu tragen, wenn politische oder organisatorische Inhalte, die im Namen des Bürgers passieren, dem Bürger vorenthalten werden. Das bedeutet, dass offizielle Vorgänge eben offen gemacht werden müssen. Diese Mailbox-Nachricht ist in Teilen zitiert worden und ist in Zitaten in der Presse. Es war eine emotionale Mailbox-Nachricht. Der Tatbestand, den man hier aber unterstellen könnte, nämlich der Versuch, die Presse an ihrer Arbeit zu hindern, kann von allen nachvollzogen werden. Insofern würde ich persönlich keinen Mehrwert sehen darin, diese Nachricht zu veröffentlichen und damit in private Telefonate einzugreifen, da dadurch keine neue Information zutage gefördert werden kann. Das ist etwas, das die Gerichte später entscheiden müssen und weder die Piratenpartei noch die Bevölkerung noch die Presse. Das heißt, wir sollten jetzt nicht auf Skandal-Sightseeing gehen, sondern tatsächlich realisieren, was dieser Bundespräsident getan hat und wie er sich in der Öffentlichkeit verhalten hat und der Öffentlichkeit gegenüber verhalten hat. Für mich ist das allein völlig ausreichend und dazu brauche ich keine Mailbox-Nachricht im Original zu hören. Herr Denker. Vielleicht Frage an Herrn Erster, Bezug auf Herrn Müller und zwei eingangende Fragen. Es geht um die Außenpolitik und Europa, Euroskrise etc. Sie haben, Herr Blömer, gesagt, eine Haltung zu Herrn Wulff gefunden. Sie haben eine Haltung gefunden, offenbar zu Frage, ob eine Mailbox-Nachricht gehört werden darf oder nicht. Aber Sie haben keine Haltung zur größten Krise, die Sie im Moment haben, die Sie hier als persönliche oder als Bundesvorstandshaltung präsentieren können. Reicht das aus für bei Bundestagswahl 2013, jetzt schon darüber nachzudenken, mit wem Sie koalieren wollen? Koalitionsfragen können wir gerne nachher nochmal besprechen. In der Piratenpartei vertritt der Bundesvorstand keine neuen inhaltlichen Aussagen. Das ist etwas, das uns ganz wesentlich von anderen Parteien unterscheidet. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, meine persönliche Meinung zur Eurokrise ist ABCDE, dann hätten Sie dadurch überhaupt keinen Erkenntnisgewinn, weil Sie wissen zwar meine persönliche Meinung, aber vermutlich würde ich dann im April nicht mehr wiedergewählt werden, hätte dann einen neuen Bundesvorsitzenden und über die Haltung der Piratenpartei wäre überhaupt nichts Neues gewonnen. Entsprechend werde ich hier auch keine Aussage machen, das nützt niemanden. Gleichzeitig ist es so, dass es für eine neue Partei sehr viele Themen gibt, die es zu bearbeiten gilt, dass die Reihenfolge, in der wir diese Themen bearbeiten, ganz schlicht
einerseits aus dem Interesse unserer Mitglieder, andererseits aus der Komplexität der Themen erwächst. Und ich nehme an, wir haben bis 2013 Zeit, unser Bundestagswahlprogramm zu formulieren. Das heißt, ob wir jetzt zur Eurokrise 2011 oder 2012 oder Anfang 2013 eine Meinung tatsächlich beschließen, das ändert daran, was schlussendlich im Programm steht, überhaupt nichts. Von daher glaube ich nicht, dass wir uns an der Stelle unter Zeitdruck setzen müssen. So, das heißt, die Eurokrise ist eine Prioritätensetzung Ihrer Partei gleich eben Einsatz. Nein, das heißt, dass die Eurokrise meiner Ansicht nach eine recht komplexe Frage ist, dass man schon daran merkt, dass andere Parteien sich da auch sehr schwer tun, eine tatsächliche Lösung zu erarbeiten. Wir sind eine Partei, die historisch erwachsen ist aus bestimmten Fragestellungen der Neuzeit, die also weit vom wirtschaftlichen Feld weg sind. Entsprechend ist das wirtschaftliche Feld gerade etwas, wo unsere Mitglieder in ihrer Masse über wenig Expertise verfügen. Und natürlich könnten wir Beschlüsse fassen. Wir hatten über 60 Wirtschaftsanträge auf dem letzten Bundesparteitag, die wir aus Zeitgründen nicht geschafft haben. Wir könnten natürlich blindlings was drauf losbeschließen und Ihnen jetzt Antworten liefern. Das wären aber keine guten Antworten. Gute Antworten in etwas so Komplexem wie der Eurokrise wollen erarbeitet werden. Und daran arbeiten wir. Wir haben im letzten Jahr bereits daran gearbeitet, an diversen Versammlungen. Und wir werden im nächsten Jahr sehr viel intensiver daran arbeiten. Es wird auch Wirtschaftsschulungen geben. Wir wollen ein Problem erst einmal in seiner Tiefe verstehen, bevor wir mit Lösungen drauf losknattern. Man sollte Angst haben vor viel zu einfachen Lösungen, aber natürlich werden wir das im nächsten Jahr machen. Wenn wir tatsächlich in den Bundestag wollen, dann müssen wir uns gut damit auskennen. Bleibt die Frage nach den Koalitionen? Ich habe bis jetzt in jedem Interview gesagt, zuerst müssen wir in den Bundestag einziehen. Dann müssen wir uns anschauen, wie der Bundestag tatsächlich zusammengesetzt ist. Ich denke, dass niemand heute vorhersehen kann, wie der Bundestag 2013 oder 2012, wann auch immer er dann gewählt wird, auch das ist ja noch offen, aussehen wird. Und von daher machen Spekulationen darüber, wie eine Koalition später aussehen wird, derzeit keinen allzu großen Sinn. Gleichzeitig haben wir immer gesagt, wir lehnen das starre Korsett des Fraktionszwangs, des Koalitionszwangs, wie er derzeit praktiziert wird, ab. Wir möchten auch da auf ein flexibleres Modell gehen. Da wäre die Frage, welche Parteien sich da überhaupt drauf einlassen würden. Und wir müssen schauen, mit welchen Partnern man dann, wenn sich diese Frage tatsächlich stellt, unsere Inhalte durchsetzen könnte. Wer akzeptiert eine sehr freiheitsorientierte Bürgerrechtspolitik? Wer akzeptiert eine sehr moderne Sozialpolitik? Wer akzeptiert mehr bürgerliche Mitbestimmung? Und da müssen wir einfach schauen, bieten sich solche Partner oder nicht? Und je nachdem werden wir dann die Koalitionsfrage beantworten, aber noch nicht jetzt. Herr Reichenbach. Herr Merz, vielleicht helfen Sie mir ein bisschen. Ich verstehe einen Zusammenhang nicht so richtig. Einerseits werben Sie hier für Transparenz, bezeichnen sich als Partei der höchsten Transparenz. Auf der anderen Seite halten Sie mich persönlich der Meinung zurück. Aber es gehört auch zur Transparenz der Einschätzung auch der Agierenden der privaten Partei, was denn persönliche Meinung ist. Und das andere ist, warum haben Sie eigentlich so viel Angst, mit Ihrer persönlichen Meinung bei der Schwarmintelligenz möglicherweise anzustoßen? Ich habe keine Angst vor der Schwarmintelligenz. Ich habe auch keine Angst, mit meiner persönlichen Meinung anzustoßen. Wenn ich die hätte, wäre ich nicht in einer politischen Partei. Meine persönliche Meinung ist für die Ziele, für die Inhalte, die die Piratenpartei vertritt, völlig irrelevant. Ich bin derzeit kein Kandidat für den Bundestag. Ich bin kein Abgeordneter. Ich bin niemand, dessen Meinung für den Bürger tatsächlich eine Relevanz hat. Wenn ich jetzt für den Bundestag kandidiere und Sie mich dann als Kandidat fragen, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil dann könnte das unter Umständen bedeuten, wie werde ich später abstimmen. Aber derzeit nur als Vorsitzender, nur als Amtsträger der Piratenpartei ist meine Meinung völlig irrelevant, weil sie eben auch nichts darüber aussagt, welche Inhalte eine basisdemokratische Partei später vertreten wird. Herr Kollege. Eine Frage zur Vorratsdatenspeicherung. Ist da ein Mikro in der Nähe? Eins an, ich kann es schlecht sehen. Also eine Frage zur Vorratsdatenspeicherung, die Ihnen vielleicht näher ist als die Euro-Krise. Sie lehnen sie rundweg ab, um die Position mal ganz einfach zusammenzufassen, weil Sie sagen, es gibt keine Fallbeispiele, die belegen, dass sie vonnöten ist. Das sehen führende, sagen wir mal, Sicherheitsexperten anders. Das BKA sagt,
bei dem das Gesetz 2010 gekippt worden ist, haben Sie 5.500 Anfragen an Telekom-Dienstleister gestellt, wovon 80% negativ beschieden worden sind. Sie führen auch eine umfangreiche Fallbeispielliste. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie diesen Zahlen? Fallbeispiele sind etwas, das bemerkenswert wertlos ist, was sich für jede beliebige Sicherheitsmaßnahme, auch für den präventiven, für die präventive Tötung eines potenziellen Kriminellen, Fallbeispiele konstruieren lassen, in denen der Staat nicht anders handeln könnte, um das Gesetz zu schützen. Die meisten Fallbeispiele, die es für die Vorratsdatenspeicherung gibt, sind tatsächlich sehr an den Haaren herbeigezogen. Was sage ich dazu, dass 5.500 Anfragen des Bundeskriminalamts ins Leere gelaufen sind? Das Bundeskriminalamt hatte eine Zeit vor der Vorratsdatenspeicherung. Es hatte die Zeit der Vorratsdatenspeicherung, es hatte die Zeit danach. Man sieht keine wesentlichen Veränderungen der Aufklärungszahlen, auch nicht in den Bereichen, in denen die Vorratsdatenspeicherung eigentlich zum Tragen kommen sollte. Ganz im Gegenteil, zu Zeiten mit Vorratsdatenspeicherung gab es eine zum Teil niedrigere Aufklärungsquote. Was sagt uns das? Tatsächlich, was den großen Rahmen der inneren Sicherheit angeht, kann die Vorratsdatenspeicherung keinen wesentlichen Effekt haben. Gleichzeitig ist es so, dass das Bundeskriminalamt leider eine Vergangenheit hat, dass es sehr gerne politisch agiert, dass es sehr gerne politische Stimmung macht und dass es dann auch Anfragen stellt, von denen es im Vorfeld weiß, dass sie ins Leere laufen werden und entsprechend sich da sehr schöne Fallzahlen oder sehr schöne Zahlen an nicht beantworteten Anfragen zusammenkriegen lassen. Also Sie sagen, das BKA bestimmt seine Zahlen? Ja. Kollege, bitte. In Ihrer politischen Makroanalyse würde mich interessieren, könnten Sie sich vorstellen, langfristig im Parteienspektrum den Platz der FDP einzunehmen? Sind Sie vielleicht so etwas wie eine neue FDP, welche sich an bestimmte Teile Ihrer Partei? Nein. Erstens, wir sind nicht dem Untergang geweiht. Zweitens, wir sind nicht neoliberal. Wir sind eine Partei, die sich völlig neu ausrichtet. Ja, wir übernehmen Teile des liberalen Spektrums der alten FDP. Ja, wir übernehmen aber auch Teile anderer Parteien. Ja, wir übernehmen völlig neue Antworten, die Sie jetzt im Moment noch gar nicht aus anderen Parteien kennen. Und wir probieren neue Konzepte aus. Wir sind nicht die FDP, wir sind die Piratenpartei. Herr Lindschert. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Schmidt, aber auch an die anderen Vertreter der schwarzen Intelligenz. In Berlin sind die Piraten ja nun seit 3 Monaten im Parlament. Von politischen Inhalten hat man noch nicht so viel gehört, aber mehr von Personalquerelen auf Vetternwirtschaft. Finden Sie eigentlich die Tätigkeit der Berliner Fraktion eine Empfehlung für die Piraten oder ziehen Sie da eine vernünftige Bilanz? Sagen Sie, die Berliner Piraten hatten jetzt anfänglich das Problem, dass sie sehr, sehr viel lernen mussten, den politischen Betrieb im Abgeordnetenhaus. Sie mussten sich Personal beschaffen und all solche Sachen. Das hat die politische Arbeit massiv behindert. Natürlich wurden da auch Fehler gemacht, aus denen wir natürlich in Schleswig-Holstein wunderbar lernen können. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir nicht die Ersten sind. Von daher glaube ich, dass wir da ganz gut davor stehen. Ich möchte es mal, weil Sie weitergefragt haben, auch für meine Vorstandskollegen mitbeantworten. Wenn Sie in ein Parlament gewählt werden, in der Politikwissenschaft spricht man ja auch von Entwicklungsstufen des Parlamentarismus. Man nimmt an Wahlen teil, man gewinnt Stimmen und dann zieht man in ein Parlament ein, dass es jetzt diese Entwicklungsstufe ist, erreicht. So wird man in einer Ordnung eingeführt und eingefügt. Eine pauschale 100-Tage-Bilanz und dann wird hart geurteilt, sehe ich in der Berliner Piratenparteifraktion nicht. Die Berliner Abgeordneten haben ein mehrjähriges Engagement vor sich und ich glaube, dass wir recht zuversichtlich sein können, dass die Piratenfraktion im Land Berlin auch konstruktive, gute Arbeit leisten wird. Es ist jetzt geplant, weil ich auch Mitglied im Landesverband Berlin bin, beispielsweise eine Integrationskonferenz durchzuführen. Also die
Dinge, die die Berliner Piraten vor der Wahl angekündigt haben, werden Sie jetzt auch langsam umsetzen und Sie werden sich engagiert in die politischen Debatten einbringen. Sie haben auch nicht nach 3 Monaten ein perfektes journalistisches Gespür gehabt, die richtigen Fragen zu stellen. Und wir müssen alle auch ein bisschen Geduld haben. Und ich bin aber zuversichtlich, weil es tolle Abgeordnete sind. Frau Kollegin. Nehmen Sie das bitte, das Mikro neben sich. Japanische freie Journalistin Nagai, können Sie etwas über Ihre Energiepolitik erzählen? Ich habe erfahren, dass eine Teil von Ihrem Parteimitglieder ist für längere Benutzung der AKW. Also, es gibt eine große Gruppe in der Piratenpartei, die Anti-Atom-Piraten, die im Wesentlichen sich seit sehr langer Zeit gegen die Atomkraft einsetzen. Es gab jetzt eine kleine Gegenbewegung, die wirklich ein paar Leute umfasste, die sich die Pro-Atom-Piraten nannten, glaube ich. Und bitte? Ach genau, die Nuklearia nannten die sich. Und die halt versucht haben, eine Gegenstimme dazu zu erzeugen. Das ist für uns ein wichtiger Prozess, dass wir parteiintern Dinge diskutieren. Aber die Piratenpartei Deutschland ist nicht für die Verlängerung von Laufzeiten. Herr Kollege, bitte. Christian Wesener, der Deutsche Rundfunk. Eine Bilanz wollen Sie noch nicht ziehen für den Berliner Landtag, aber vielleicht können Sie kurz sagen, wie Sie es einschätzen, wie wichtig ist Berlin für Ihr Profil, auch für die anstehende Bundestagswahl, für die Sie das aufstellen wollen. Und dann vielleicht trotzdem nochmal nachgefragt, auch wenn das an die Frage von vorne anschließt, wie wollen Sie sich denn trotz allem abgrenzen? Sie haben viel von vielen Parteien in Ihrem Programm mit drin, aber wie grenzen Sie sich zum Beispiel gegenüber den Grünen denn tatsächlich als Partei an? Also zum zweiten Teil wird Marina etwas sagen, zum ersten Teil versuche ich eine Antwort zu geben. Es ist so, dass wir natürlich ein Stück weit auch schauen, wie die Berliner Piratenpartei auch den Erfolg, den sie eingeholt hat, letztendlich, wie sie das geschafft haben. Insofern wird es auch ein Stück weit Orientierung auch an der Berliner Piratenpartei geben. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch die Piratenpartei Schleswig-Holstein in den Landtag einziehen wird. Und hier wird man eine zweite Wegmarke haben, sodass natürlich alle Zwischenschritte zur Bundestagswahl. Wir haben im nächsten Jahr, im Januar, die Landtagswahl in Niedersachsen, die auch ansteht, werden sicherlich Indikatoren, Hinweise geben, wie die Bundestagswahl aussehen wird. Die konkrete Kampagnenplanung wird dann darauf auch aufbauen. Da bin ich zuversichtlich. Okay, zu der Frage, wie wir uns abgrenzen von anderen Parteien, speziell von den Grünen. Vielleicht vergleichen Sie uns mit den Grünen, weil viele junge Leute uns wählen. Vielleicht vergleichen Sie uns, weil wir auch eine neue Partei sind, wie die Grünen es vor einigen Jahren waren. Letzten Endes, was unterscheidet uns aber sehr stark? Die Grünen sind durchaus für gute Ziele, zum Beispiel nachhaltige Energiepolitik. Wie setzen Sie diese Ziele um? Sie machen Gesetze, die diese Ziele, die Menschen zwingen, sich so zu verhalten, dass diese Ziele erfüllt werden. Wir Piraten haben einen grundlegend anderen Ansatz. Wir fragen uns, wie können wir diese Ziele umsetzen, dabei aber den Menschen keine oder möglichst wenig Vorschriften machen, weil wir daran glauben, dass der freie Mensch selbst produktiv zur Gesellschaft beitragen kann. Und je freier der Mensch ist, desto produktiver ist eine Gesellschaft. Und wie können wir das erreichen? Ganz einfach durch Aufklärung. Das heißt, ich muss jemandem nicht verbieten, Fleisch jeden Tag zu essen. Wenn ich ihm sage, zum Beispiel, welchen CO2-Fußabdruck sein Fleischkonsum hat, dann entscheidet er sich vielleicht von ganz alleine, mal auf Fleisch zu verzichten, einen Tag in der Woche. Also das jetzt als grünen Beispiel. Das heißt, wir setzen auf Aufklärung und die erfordert vor allem eins, Informationsfluss. Und deshalb sind wir auch eine Partei des Informationsflusses. Das unterscheidet uns von jeder anderen Partei, weil das keine Partei zu ihrem Hauptziel ernannt hat. Keine Partei richtet sich so stark nach den neuen Möglichkeiten aus, die wir haben, um Informationen zu teilen. Sei es politische Informations im Rahmen der Transparenz, sei es Bildung, auf die wir großen Wert legen, auch auf die Reform der Bildungspolitik in Deutschland. Das heißt,
dass wir einen völlig neuen Ansatz gehen, der jetzt beim Übergang zur Wissensgesellschaft essentiell sein wird. Und ich glaube, in Zukunft werden die Leute uns auch öfter nach Antworten fragen, weil die Fragen der Wissensgesellschaft jetzt auf uns zukommen. Frage beantwortet. Vielleicht nur mal kurz nochmal nachgefragt. Wie wollen Sie denn dann verhindern, dass ein Überinformationsangebot nicht gleichzeitig wieder Ihren Informationsfluss nivelliert? Ein Informationsangebot ist immer nur so gut wie das Netzwerk, in dem es verankert ist. Dafür setzen wir eben auf intelligente Filtersysteme. Wir Piraten arbeiten zum Beispiel viel mit Twitter und Twitter hat eine automatische Aufmerksamkeitssteuerung implementiert, dadurch, dass ich gute Tweets weiterleiten kann. Das heißt, die schlechten verebben irgendwo, die guten tragen sich durch das gesamte Netzwerk und werden hunderte von Malen weitergeleitet, jeder liest sie. Solche ähnlichen Systeme müssen etabliert werden, damit zum Beispiel schon Kinder, Jugendliche im Internet Wissen suchen können, Wissen bewerten können, damit wir jederzeit nützliche Informationen finden und unnützliche aussortieren können. Das bedeutet, wir wollen nicht einfach nur den Bürger mit allen Informationen zuballern, aber als Voraussetzung für so ein Netzwerk müssen Informationen erstmal alle verfügbar sein. Herr Kollege, ganz hinten. Ja, die Piratenpartei hat ja in Schweden begonnen einmal und die Partei hat am Anfang sehr viel Erfolg gehabt, sogar einen Platz im EU-Parlament bekommen, aber danach, wenn er zum Bundestag kam, so, dann war alles vorbei. Und niemand kümmert sich wirklich heutzutage um die Piratenpartei. Welche Erfahrungen haben Sie dadurch gelernt und was machen Sie, um so eine Entwicklung wie in Deutschland zu vermeiden? Wir hatten eine ähnliche Entwicklung, wenn auch nicht ganz auf dieser Skala. Wir hatten einen sehr großen Medienhype 2009 vor der Bundestagswahl bei der Zensursula-Debatte in Deutschland. Die flachte 2010 völlig ab. Das ist nicht zuletzt geschuldet, dass wir uns als Partei damals umstrukturieren mussten, dass wir mit dem Mitgliederansturm zurechtkommen mussten, dass wir unsere Strukturen finden mussten und eben lernen mussten, wie Politik, wie das Dasein einer Partei überhaupt funktioniert. Ein ähnliches Problem hatten die Piraten in Schweden auch. Wir hatten jetzt das Glück in Deutschland, wieder einen Aufbau zu schaffen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass es die Schweden auch noch schaffen werden und dass dieser Aufbau jetzt, da die Strukturen da sind, da wir jetzt wirklich arbeiten können, nachhaltiger sein wird. Herr Denkler. Zwei Fragen. Zum einen ist ja nach der Berlin-Wahl das Frauenthema hochgekommen, auf den viele Ihrer Partei sehr allergisch reagiert haben. Können Sie vielleicht kurz sagen, welchen Anteil an Frauen Sie heute haben? Haben Sie etwas für die Mitgliederwerbung von Frauen getan? Wie ist der Stand von Ihnen? Oder sagen Sie nach wie vor, wir sind eine Post-Gender-Partei, ist das nicht unser Thema? Die zweite Frage nochmal zurück zu der Frage, wie sozusagen, wenn die Systeme, mit denen Sie Wissen sich aneignen, besser sein sollen als die bisherigen Systeme, dann würde ich mal vermuten, dass sie damit sich schneller Wissen aneignen können. Ja. Und dass Entscheidungen schneller funktionieren könnten mit einer größeren Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu finden, also schnellere und bessere Entscheidungen zu fällen. Warum dann, wenn es alles möglich ist, dauert es so lange zu Themen wie Eurokrise, schnelle Entscheidungen zu fällen? Okay, also auf die Frauenfrage gehe ich traditionell ein. Und auch was die Frage der parteiinternen Meinungsbildung angeht, ist das mein Gebiet, deswegen antworte ich jetzt auf diese Fragen. Also das eine Frauenfrage, nein, wir wissen immer noch nicht den Anteil an Frauen, nein, wir werden ihn auch in einem Jahr nicht wissen, weil wir bei unseren Mitgliedern das Geschlecht nicht erheben, weil das Geschlecht nicht von politischer Relevanz ist. Ja, wir wissen, dass wir weniger Frauen haben als Männer. Ja, wir wissen auch, dass es in allen Parteien so ist. Wir sind zweifach betroffen. Einerseits sind wir eine politische Partei, andererseits kommen wir aus dem Informatikbereich traditionell, wodurch Frauen einfach aus irgendeinem Grund weniger Interesse haben, in Parteien zu gehen. Wir sind uns dieses Problems bewusst und wir sehen es als Problem. Wir haben eine Gruppe, die im Laufe des letzten Jahres an der Gender-Debatte, die aufgekommen ist, sich gegründet hat. Das ist der Kegelclub. Und das ist eine Versammlung sozusagen von Feministinnen, in der Piratenpartei, die also einen neuen Feminismus vertreten, der zum Beispiel damit agiert, dass man durchaus weiblich sein kann und Röcke tragen kann und trotzdem Feministin sein kann. Und die widmen sich ganz aktiv einer Untersuchung, wie ist im Moment die Situation der Frauen in der Piratenpartei, was für Probleme haben sie,
Und warum kandidieren zum Beispiel weniger Frauen für Ämter? Und wie könnte man ihnen diese Entscheidung erleichtern? Dazu gibt es aktuell eine große Umfrage, die in der Piratenpartei durchgeführt wird. Mit den Ergebnissen werden wir auch weiterarbeiten und wir werden versuchen, als Partei Frauen einzuladen. Wir sind nicht die einzige Partei, die in der Verantwortung ist, das zu tun. Das müssen alle tun. Aber wir nehmen uns dieser Verantwortung an und wir versuchen, einladender für Frauen in der Politik zu sein. Als Kritik kann ich sagen, dass ich festgestellt habe, dass ich oftmals von den Medien anders behandelt werde als meine männlichen Kollegen, dass es öfter Berichterstattung über Äußerlichkeiten gibt. Und das ist etwas, das Frauen abschreckt, in die Politik zu gehen. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn jemand als Frau ständig Liebesbriefe bekommt und du bist so hübsch, ich werde euch wählen, dann fühlt man sich nicht ernst genommen. Und wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, ist man nicht motiviert, für ein Amt zu kandidieren. Das bedeutet, dass jeder in dieser Gesellschaft die Verantwortung dafür trägt, dass Frauen auch selbst von sich aus aktiv in der Politik sein wollen. Entscheidungsfindung? Entscheidungsfindung. Ja, wir lernen schneller. Ich glaube, wir lernen sehr viel schneller als andere Parteien. Ich glaube, dass unser Lernprozess auch sehr viel flüssiger verläuft und unser Austausch mit den Basismitgliedern ist intensiver. Warum kommen wir trotzdem nicht so schnell zu Entschlüssen wie andere Parteien? Ganz einfach. Es ist schneller, wenn ein 5-köpfiger Vorstand Entschlüsse trifft, als wenn eine 18.000-köpfige Partei sie trifft. Und ja, wir wären sehr viel effizienter, wenn wir eine Monarchie hätten, wo einer das macht. Aber das bedeutet nicht, dass wir die besseren Antworten hätten. Wir versuchen durch unsere Basisdemokratie Entschlüsse nachhaltiger zu machen, weil unter 18.000 Piraten es einfach mehr gibt, die Probleme mit unseren Entschlüssen aufzeigen können. Die sagen können, wisst ihr was, wenn ihr das so macht, werden wir in Zukunft auf diese und jene Probleme stoßen. Das bedeutet, dass unser flüssigerer Lernprozess und dass unsere schnellere Arbeitsweise einfach nur ein bisschen den Nachteil behebt, dass wir mehr Meinungen in Betracht ziehen müssen, das sich allerdings langfristig als Vorteil erweisen wird, weil wir dadurch zu den nachhaltigeren Lösungen kommen. Ansonsten, andere Parteien hatten für ihre wirtschaftspolitischen Programme 60 Jahre Zeit. Die Zeit haben wir noch nicht ganz gebraucht. Es gibt die Piratenpartei jetzt seit 5 Jahren. Und wenn man sich anschaut, wie die Euro-Krise in den letzten Monaten lief, welches Hin und Her es da gab, sowohl in den Oppositionsparteien als auch von Seiten der Regierung, bin ich nicht ganz sicher, ob andere Parteien da wirklich schneller damit sind, ein Ergebnis zu erarbeiten oder ob sie nur schneller etwas präsentieren, damit sie irgendetwas zum Präsentieren haben. Frau Kollegin. Ich freue mich immer noch wie Bolle, dass ich unsere Themen vorstellen kann. Ich freue mich, dass ich jetzt zum Beispiel auch unser neues Urheberrecht vorstellen konnte. Es wird dazu übrigens auch noch eine Publikation vom Landesverband Bayern geben, wo es eine Zusammenfassung gibt, weil das wirklich etwas ist, das für mich zentral ist. Also gerade im Hinblick auf Informationsfluss freue ich mich da sehr drüber. Ich bin selbst Bildungspolitikerin eigentlich oder beschäftige mich am meisten mit Bildung. Und das ist etwas, das mir persönlich am Herzen liegt. Das heißt, ich sitze hier wirklich aus Überzeugung und ich möchte das mit Ihnen teilen. Es ist natürlich so, dass man jetzt mehr in der Aufmerksamkeit steht, mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber ich bin auch zum Beispiel froh, dass ich jetzt für die Frauen der Piratenpartei sprechen kann und sagen kann, so Leute, hört mal auf, über uns zu sprechen, sprecht mit uns. Ich freue mich, dass ich hier für Menschen sprechen kann, die sagen, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen eine bessere Bildung, wir müssen Güter, die allgemein finanziert wurden, auch allgemein halten. Das sind alles wichtige Punkte, von denen ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit auch die Aufmerksamkeit darauf richten sollte. Ich habe weniger Zeit. Sozialpolitik? Ja, die Aufteilung der Fragen war ein bisschen unfair. Ja. Wie wollen wir das umsetzen? Wir haben uns auf dem letzten Bundesparteitag darauf geeinigt, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen wollen. Wir sind uns im Klaren darüber, dass es zu diesem Begriff sehr unterschiedliche Konzepte gibt, dass diese Konzepte dann auch sehr unterschiedliche Menschenbilder oder Bilder, wie die Wirtschaftspolitik beispielsweise aussehen sollte, wie Steuerpolitik aussehen müsste und so weiter, gibt. Deshalb wollen wir das nicht von oben herab festlegen, sondern wir wollen im Bundestag eine Enquete-Kommission einrichten, die diese unterschiedlichen Modelle aufzeigt
und den Bürgern die Entscheidung darüber lässt, welches dieser Modelle langfristig die Sozialpolitik in Deutschland bestimmen soll. Sozialpolitik ist etwas, von dem jeder Mensch betroffen ist, also sollten auch die Menschen direkt darüber entscheiden. Warum wollen wir das? Was ist denn das Problem an der bisherigen Sozialpolitik? Sie schließt Menschen aus und sie tut das ganz bewusst, denn Sozialpolitik wird verwendet, um Repressalien durchzusetzen, um ein Bild durchzusetzen, was soll ein Mensch tun, was soll ein Mensch nicht tun, wie soll ein Mensch leben. Und diese Vorstellungen, die zum Teil Moralvorstellungen sind, zum Teil aus der Überlegung herauskommen, wann ist ein Mensch wertvoll für die Gesellschaft, werden dann auf die Sozialpolitik angewendet, um zum Beispiel Kürzungen von Leistungen zu begründen. Das bedeutet aber, dass ein Mensch nicht tatsächlich frei leben kann, wie er das möchte. Das bedeutet auch, dass man einen riesengroßen Verwaltungsoverhead hat. Die letzten Zahlen sprachen da, glaube ich, von 13 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe, an reinen Verwaltungskosten. Wir können also, wenn wir dieses Sozialmodell umgestalten, in ein bedingungsloses Modell gleichzeitig den Menschen mehr Freiheit geben und einen großen Kostenberg sparen. Weitere Fragen haben wir heute nicht mehr. Dann sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay.